eigentlich Interdisziplinarität? An Unis und Hochschulen heißt das manchmal, wir brauchen mehr interdisziplinäre Lehre oder auch interdisziplinäre Forschung. Was verbirgt sich hinter diesem Begriff interdisziplinär? Um dem ein bisschen näher zu kommen, muss man erstmal schauen, was ist eigentlich eine Disziplin. Wenn jemand diszipliniert ist, dann sagt man so im Allgemeinen, dann ist jemand beherrscht, dann ist jemand kontrolliert, hat eine gute Selbstbeherrschung, jemand ist diszipliniert. Und in Bezug auf Disziplinen, ein anderes Wort ist das für Einzelwissenschaften, ist das ähnlich. Das heißt also, die Einzelwissenschaften, die Fächer, die Disziplinen sorgen dafür sozusagen für ein Umfeld, in dem im Rahmen eben dieses jeweiligen Fachs, dieser Disziplin, Forscherinnen und Forscher arbeiten können. Und das Ganze, sozusagen dieses Umfeld, zeichnet sich dadurch aus, dass es einen bestimmten Begriffsschatz gibt, den man ganz selbstverständlich benutzt, innerhalb dieser Disziplin, innerhalb dieses Faches. Begriffe interessanterweise, die in anderen Disziplinen, in anderen Fächern wiederum etwas anderes bedeuten würden. Aber für diese jeweilige Disziplin, für dieses jeweilige Fach hat man eben diese Begriffe geprägt. Und wenn man dann weiß, also jeder aus der Community, aus der Gemeinschaft dieser Forschenden, wenn dieser und jener Begriff fällt, das ist gemeint. Was tatsächlich interessant ist, denn in anderen Kontexten würden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unter demselben Begriff, unter demselben Wort dann etwas anderes verstehen. Und man ist sich zum Beispiel auch innerhalb dieser Gruppe einig, welche Methoden man benutzt, wie man forscht, um es anders zu sagen. Und noch vieles, vieles mehr. All das zeichnet erstmal eine Disziplin aus, ein Fach. Wenn man jetzt also multidisziplinär oder interdisziplinär, also zwischen den Disziplinen, forschen möchte, dann bedeutet das, man greift sich zwei Disziplinen mindestens, vielleicht auch drei heraus und sagt, wir möchten gerne an der Schnittstelle von der einen Wissenschaft, vom einen Fach und der Wissen und der Schnittstelle des anderen Fachs arbeiten. Das heißt also, interdisziplinäre Forschung befindet sich zwischen den jeweiligen Disziplinen. Und die Disziplinen hat natürlich, dann fragt man sich, wozu hat man überhaupt diese Disziplinen? Diese Disziplinen machen tatsächlich das Forschen erstmal etwas leichter und ermöglichen auch, dass man sozusagen sich ein Forschungsgebiet erstmal erschließt. Weil hätte man diese Grenzen nicht, dann bestünde die Gefahr, dass man salopp gesagt vom Hölzchen aufs Stöckchen käme. Also das heißt, es gäbe keine Grenze und man würde von einer Wissenschaft zur nächsten kommen. Interdisziplinäre Forschung ist also immer auch eine Herausforderung, aber etwas sehr Sinnvolles, wie ich mit einer kleinen Geschichte versuchen will zu illustrieren. Ich finde es eine schöne Geschichte, die nochmal sehr deutlich zeigt, wie wichtig gerade in heutigen Zeiten interdisziplinäre Forschung, interdisziplinäre Lehre ist, weil sie eben blinde Flecken aufdeckt. Und die Geschichte geht so. Es ist ein Mann, der auf dem Weg, war ein bisschen feiern, und auf dem Weg von seinen Freunden, hat vielleicht auch ein bisschen zu viel getrunken, auf dem Weg von seinen Freunden zurück nach Hause, stellt er zu Hause vor der Tür fest, dass er seinen Schlüssel verloren hat. Also das heißt, tastet seine Taschen ab, der Schlüssel, den er braucht, um zu Hause in die Tür zu kommen, den hat er nicht mehr. Und die Frage ist, was macht er? Er geht zurück und die nächste Frage ist, wo sucht er? Und die Antwort ist, unter den Laternen, da wo Licht ist. Und das zeigt ein bisschen, wie wir üblicherweise forschen, nämlich innerhalb der jeweiligen Disziplinen, dort, wo Kolleginnen und Kollegen, Forscherinnen und Forscher
in den letzten Jahren Licht hingebracht haben. Das heißt also, wo wir uns auskennen, da suchen wir zuerst. Das Problem jetzt natürlich bei dem Mann, der seinen Schlüssel sucht, aber genauso auch, wenn es darum geht, neue Fragen in dieser Gesellschaft anzugehen. Es könnte natürlich sein, dass der Schlüssel nicht unbedingt dort liegt, wo Licht ist, also wo wir uns bereits eben innerhalb der Disziplinen der jeweiligen Fächer mit der Wissensgenerierung, mit dem Wissensschaffen beschäftigt haben, sondern eben genau zwischen den Laternen, also zwischen den Disziplinen und damit eine Aufgabe für die interdisziplinäre Forschung wäre. Und deswegen finde ich interdisziplinäre Lehre und interdisziplinäre Forschung, also die zwischen den etablierten Fächern und Disziplinen sucht, einen sehr interessanten Ansatz und, wenn es um künftige Fragen geht, eine interessante Antwort, eine wichtige Antwort auf künftige Fragen, die wir vielleicht noch nicht kennen.